Die Lampe schwert sich. Noch nichts getrunken, Heroes LOL. Denkst du, ich hätte das ohne Alkohol geschafft? Das Bier ist schon fast leer, bitte, oder? Bitte. Er macht einfach so Spaß, ne? Er macht so Spaß, dieser Held. Warte mal, bin ich über den Chatter gerade drüber gesprungen? Bin ich über den Chatter drüber gesprungen? Oh, kann das einer klippen, bitte? McCree? McCree, geht's dir gut? McCree, geht's dir gut? Ey, bin ich gerade über den Chatter drüber gesprungen? Ey, 200 IQ-Play, ne? Haben Sie sich schon immer gefragt, wie Sie der perfekte Anti-Mate werden können? Dann warten Sie nicht länger. Für nur 19,95 € bekommen Sie nun, präsentiert von der Beutelschen Universität, wie werden Sie ein perfekter Anti-Mate? Schritt 1. Ignorieren Sie, wie Ihre Freunde spielen wollen. Es geht hier heute nicht darum, das ist mir ganz klar zu sagen, es geht heute nicht um Tryharden. In keinster Weise. Wir wollen heute einfach ein bisschen Spaß haben. Das ist das Ding. Wir werden keine großen Kills holen, wir werden keine großen Siege holen oder sowas. Es geht einfach darum, einen schönen Abend zu haben. Schritt 2. Ignorieren Sie, dass alle gerade Spaß haben. Ja. Okay. Nee, leben auch, glaube ich. Ah, ja. Oh, da unten ist einer. Findet ihr das auch alle schon, wie ernst wir dieses Spiel heute nehmen? Wo bist du denn? Weil wir sind oben. Habe ich getroffen einmal. Ist hier bei mir. Schritt 3. Helfen Sie nicht. So looten Sie deutlich schneller. Könnt ihr Julia aufheben? Ja. Hier, ich habe noch ein Mini. Ah, die Minis vor, die kannst du nehmen. Die kommen hier rein. Danke. Die sind hier, Steffi. Scheiße. Ja, ich seh's. Ey, warum? Und der finale Schritt, Schritt 4. Laufen Sie ruhig weg, bevor Ihre Freunde tot sind. Hä? What the fuck? Ah! Ja, cool. Beutel lebt noch. Ich höre nur jetzt leider nicht. Da ist ein Gesicht. Beutel ist halt einfach abgehauen. Der hat das Richtige gemacht. Nee, wir haben unterschiedliche Gruppen getargetet, hatte ich das Gefühl. Ich habe mein Leben für die Julia geopfert. So, that's the fact. Ich sehe ihn hier unten. Na klar, Julia, klar. Oh! Ich höre ihn, aber wo? Hab ihn. Ja, sehr schön. Sascha, hab ihn. Alles klar. Was, Julia? Da ist er. Oh, guck mal, es regnet Loot. Ah, hinter euch. Da ist noch einer, ja. Hab ihn. Ja? Unten ist noch einer. Ich bin in der Lava. Hab ihn. Das war eine voll dumme Idee, hier zu landen, by the way. Komm, hacken tot. Hol dir, hacken die. Ah! Hack ihn. Nee. Hack ihn. Ja, ich versuch's vor. Los, hack ihn. Ich versuch's vor. Moin Freunde, heute mal eine kleine Insta-Story und das aus einem besonderen Grund, denn heute Abend muss ich eine Wettschuld einlösen und ich bin mir nicht 100% sicher, ob ich mich darauf freue oder ob ich eher Angst haben sollte. Und zwar habe ich Anfang des Monats ein kleines Twitch-Goal mit meiner Community gemacht und zwar ging es darum, wenn wir einen bestimmten Substand erreichen, dann würde ich mir die Haare färben und ich ging relativ stark davon aus, dass wir es nicht unbedingt schaffen im Februar und ich lag falsch. Okay Leute, Projekt Haare färben geht jetzt los. Folgt einfach hier ein bisschen Insta-Stories. Vielleicht seht ihr mich heute nochmal wieder. Mal gucken. Oh mein Gott, es wird halt einfach echt schon hell, ne? Ja. Es ist halt insane. Ja, die Lampe schwert sich. Noch nichts getrunken, Heroes LOL. Denkst du, ich hätte das ohne Alkohol geschafft? Das Bier ist schon fast leer, bitte oder? Nicht. Ah, moin Leute. IRL-Stream heute. Mit dem da. Und die da ist schuld. Ich möchte doch nicht live auf Twitch zu sehen sein. Los, Mensch. Blau hier, wir haben hier die Farbe. Also man sieht es jetzt hier nicht, aber so ein bisschen den... Die Alternative wäre auch das gewesen. Das finde ich ja persönlich noch besser. Das ist Mermaid-Grün. Aber... Kommt super gut. Ich bin dafür, dass Steffi und Tata sich auch die Haare blau färben. Bin ich auch für und ich soll das machen, finde ich. Oh. Besonders, wenn ich noch ein bisschen was trinke. Oh mein Gott.
Viel mehr fällt mir dazu noch nicht ein. Es ist noch nicht die Endstufe, aber... Wow. Aber es sieht aus wie ein Endgegner. Es sieht aus wie ein Endgegner. So, Freunde, das ist die finale Farbe, die da gleich auf meinen Kopf kommt. Rühr mal ein bisschen. So, rühr für uns, rühr für uns, Steffi. Wäre so witzig, wenn das trotzdem deckt, dann hätten wir dich... Hilfe! Hilfe! Leute, ich weiß nicht, was ihr mehr Angst macht gerade. Das da oder das im Hintergrund? Ich weiß nicht, ob man das hört. Ich bin nicht dafür verantwortlich, für die Musikwahl, Leute. Jetzt aber, komm! Oh. Oh. Ich versuche gerade so gut es geht gegenzuheilen. Ich weiß nicht, ob das gelingt. Oh mein Gott! Oh, ich weiß nicht, wie wir das gewinnen konnten. Ich weiß nicht, wie wir das gewinnen konnten. Hinter uns? Shit. Ich hab ein Problem. Bin da bei dir. Wow! Hi. Komm rein. Hab einen. Leben schon? Okay, warte, ich komm. Der, kannst du den einen noch hier machen? Nein, oh, ich wollte ihn boxen. Ich habe alle drei. Sehr schön. Warte, ich hab du dich hast auf. Alle drei geholt. Ja, ja, ja. Oh, nice, Digi. Alter, ich bin ein Tier. Ich bin ein Tier, sagt er. Der ist gut. Ja, voila, ey. Die haben wir echt nicht, ne? Über dir. Domo, hinter dir. Hab ihn. Ab beide. Schön, Jungs. Ist noch einer? Irgendwo muss noch einer sein. Ne, du versagst mir meinen Kill nicht, Mädel. So. Ich würde ganz kurz mal Strohlern gehen. Das heißt, ich würde, wenn... ich bin nicht Leader, ne? Wissen wir noch nicht. Sehen wir erst, wenn wir abspringen. Nee, nee, oh, immer der wir letzte. Sind Champions Squad. Ah, nice. Oder ob ich lieber die Runde abwarte und danach... Ich finde ja, mit ein bisschen Pipi auf der Blase spielt man definitiv besser, wenn man den Drang hat. Alles klar. Okay. Friends... Wobei, der ist neu. Oh, es ist was neu. Oh, was Neues. Der ist gemarkt. Geil, da haut mir Ult drauf. Ja, direkt rauf da. Oh, wir sind jetzt Party. Lass mal den schönen langen Bossfight machen, bitte. Ja, total. Warte mal. Oh, er ist tot. Ich glaube, ich habe ihn zerplatzen lassen. Ey, wir spielen auf schwer. Das ist halt so albern. Ey, Leute, kannst du meiner klippen, bitte? Wir spielen auf schwer. Kannst du bitte einer klippen? Das geht einfach gar nicht, ey. Der war einfach instant tot, ne? Und der sah so eindrucksvoll aus im ersten Moment. Ja. Hinterm Haus. Hab ihn. Zwei haben wir. Ich weiß nicht, wo der dritte ist. Dritte ist hier unten. Ja. Start nach. Ihr habt keine Shields. Dritte hat sich gefaced. Ist im Wasser. Haben wir. Schön. Shieldet euch mal, Jungs. Ja. Das ist Spider-Woman. Spider-Woman. Show it. Oh, nice, Alter. Das sieht ja einfach mega gut aus. Das sieht wirklich geil aus. No shit. Ein Tribut für eine Prinzessin, ja? Ist halt nur zu wenig von drin. Ja, und es wird halt nicht getragen durchs Gameplay. Hä? Ja, ich bin im Stein drin oder sowas. Ja, ich bin auch im Steinhagel. What the fuck? Irgendwie geht das Spiel halt ultra langsam gerade. What the fuck is happening? Ich bin halt im Stein, sitze ich einfach drin. LOL. Kann ich irgendwas machen? Ich kann nichts machen. Ich habe kein Interface, kein nix. Guck dich jetzt? Ja. Okay, dann finde ich gut. Nee, weil der letzte noch nicht ready ist. Ja, ich finde gut, meiner lädt noch.
Das Game an sich ist ganz cool. Ist nur die Frage, ob es halt lang passt. What? What's going on? Ich bin drin. Ich auch. Ja. Gibt's aber ich schlitter umher. Als ob ich auf Eis wäre. Oh lol, ja, what the fuck? Ich moonwalke! Das sind Lecks. Es sind tierisch. Wow. Geil, Alter! Es sind tierische Lecks gerade. Kann da bitte irgendwer. Oh, ich muss die Expedition. Ich schwebe. Okay. Und er zieht einfach die Beine an bei mir. Seid ihr noch in der Mission drin? Ja. Du kannst uns nachjoinen. Kann ich das?